Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen nach dieser langen, langen Sommerpause. Jetzt bei uns hier mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs. Und man spürt's, oder? Man spürt's draußen, dieses Fieber, wie die Menschen lechzen nach Aussagen, nach Inhalten, nach Perspektiven für die Zukunft. Überall die Spitzenkandidaten im Dauereinsatz in den Sommerinterviews bei ARD, bei ZDF und auch bei RTL. Da ist er. Haben Sie das? Der Knaller? Meine Wahl an einem Tisch. Mein Gott, haben Sie, ist das peinlich. Na, erst war der Steinbrück da, natürlich wie immer, als Haut drauf Männchen, ne, zum Eindreschen. Und dann hatte der RTL-Behelfsnachrichtenmann Klöppel die Kanzlerin zu Gast. In einem biederen Wohnzimmerambiente durften handverlesene Merkel-Fans kritische und investigative Fragen stellen. Säuselnd moderiert von Peter Klöppel. An welchen Ort würden Sie die Kanzlerin gerne mitnehmen? Glänzende Augen. Würden Sie meinen Kleinen ins Bett bringen und ihm ein Lied vorsingen? Und jetzt O-Ton. Ja, der Mond ist aufgegangen. Das kann ich. Ansonsten war was? Griechenland, Europa, Schuldenschnitt nicht bei Klöppel. Einzig eine vierfache Mutter durfte sich ein bisschen beschweren von wegen, ja, dass Beruf und Familie bei uns im Land ja wohl nicht so zu vereinbaren wären. Lockere Antwort der Kanzlerin. Ich achte bei mir im Kanzleramt und meinen Beschäftigten schon darauf, dass Karriere und Kinder zu vereinbaren sind. Jetzt war diese Vierfache, ne, so böse und hartnäckig und hat nicht locker gelassen. Aber in der Realität geht das nicht. Die Kanzlerin wieder locker, bei mir schon. Ne, und dann die nächste Frage. Lull und Lall, bloß nicht mit der Realität aufhalten. Ne, die stört ja nur. Dabei, man merkt es doch draußen, die Leute, sie kämpfen mit sich, sie ringen, die Unentschlossenen mit ihrer Wahlentscheidung, was sie machen sollen, wie intensiv sich bei uns die Wähler, ne, mit den Inhalten und mit den Aussagen beschäftigen. Hat man sehr schön gesehen beim Wahlkampfauftakt der CDU. Der mündige Wähler in Höchstform. Diese Damen haben ihre Wahlentscheidung wohl weitgehend getroffen. Sie schätzen Angela Merkel. Ich finde sie gut. Wie ist es Ihnen? Ja, mag sie auch gern. Ja, sie kommt eher so normal. Ja, ist nicht so aufgetackelt oder sowas. Ich finde es gut. Ich finde es gut, ne? Die Eistütchen. Hauptsache, sie ist nicht, ne? Hauptsache, ich nicht so aufgetakelt, ob mir Pschisse werden, scheißegal. Hauptsache nicht so aufgetakelt. Ne? Ich weiß schon, warum ich bei mir im Auto immer eine Brechtüte liegen hab. So, jetzt, Kollege Abbott, jetzt Vorsicht hier. Vorsicht, das ist nicht... Hey. Jawohl. Hallo? Jetzt müssen Sie nüber. Nüber. Ja, was soll denn das? Sich nicht erweichen, Herr Bild. Was soll denn das? Ein neues Möbel? Ja. Meld sich. Wir müssen hier langsam ausräumen. Nicht dauernd was Neues einräumen. Das ist doch nicht für uns, das ist fürs Volk. Kommt, Sie können ja, dann auf muss es. Dann auf. Jetzt so. So, wir einmal rum. So, und jetzt muss es da her. So, und fertig ist die Laube. Kabine steht. Ja, wenn ich nicht irre, jetzt mache ich den Wählerkirre. Hey, Moment mal. Das ist der Herr Appelt, der ist von der SPD und der macht doch hier diese Face-to-Face-Kampagne. Bitte was? Ja? Haustürwahlkampf. Ah, weiß das die SPD? Ich fürchte nein, aber die können bei den Unterstützern nicht mehr wählerisch sein. Die brauchen jede Stimme. Ja, da habe ich was für Sie. Da gehen Sie am besten mal auf Zimmer 3 und fangen dort an.
Zimmer 3. Ja. Da liegt doch der Verrückte mit der Persönlichkeitsspaltung. Ne? Der hält sich für 2. Ah ja, genial. Das wären ja schon 2 Stimmen für die SPD. Ah, falsch, Sie kleiner Schlaumeier. Wieso? 2 Erst- und 2 Zweitstimmen. Ein schizophrenes Überhangmandat. Ja? Wahnsinn, aber ich glaube wirklich, auf solchen verrückten Berechnungen ruht die ganze Hoffnung der stolzen deutschen Sozialdemokratie. Ja, jetzt aber mal zu dem Teil. Was soll denn das Teil hier? Ja, die Anstalt wird doch Wahllokal am 22. September. Ach, warum weiß ich davon schon wieder nichts? Die Grundschule nebenan ist doch asbestverseucht. Ah, habe ich auch nicht gewusst, dass die geschlossen ist. Die ist auch nicht geschlossen, da kommen jetzt Asylanten rein. Ach so. Und in solch armseligen Latrinenhäuschen entscheidet sich die Zukunft unseres Landes. Ja. Da wird der von Zimmer 3 aber Probleme haben. Der darf ja zu zweit gar nicht da rein. Ja. Sagen Sie nichts, das ist die offizielle amtliche Wahlkabine, wie sie überall in Deutschland stehen wird. Ja. Aber, Priol, geh mal her. Geh mal her. Nur. Priol, das mit der Kamera da in der Kabine, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das ist neu. Ja. Ja, ist vielleicht eine neue Transparenzoffensive von Rudolf Pofalla. Nein. Oder unser Innenminister Friedrich hat sich schon wieder ernstzunehmende Hinweise ausgedacht auf islamistische Anschläge in Wahlkabinen. Ja. Na ja, gut, die Al-Qaida hat's ja nicht so mit dem Kreuz. Ja. Na, aber. Belzig, wo soll denn das hinführen? Die Wahl war doch bislang das Letzte, was noch geheim war unserem Land. Eine Provokation für jeden Geheimdienst. Aber wissen Sie, mir persönlich ist es auch wurscht, weil Priol, jetzt mal ehrlich, die Wahl ist doch sowieso schon längst gelaufen. Ja, das befürchte ich auch. Aber ich finde es großartig, dass sie trotzdem noch stattfindet. Ja. Warum eigentlich? Ja, ich vermute das Tagesschau-Phänomen. Es interessiert keinen wirklich, aber man hat sich dran gewöhnt. Ja, sowas macht der Deutsche ja gern, so Rituale, was immer wiederkehrt. Ja. Alle 4 Jahre Wahl. Ja, Olympische Spiele. Ja, ja, und was ganz wichtig ist, wenn man in die Jahre kommt, alle 4 Jahre Darmspiegelung. Ja, naja, also, Herr Priol, Entschuldigung, also das geht jetzt so weit, Sie können unsere demokratischen Wahlen doch wirklich jetzt nicht mit einer Darmspiegelung vergleichen. Also. Ja, mal ganz ehrlich, mit was denn sonst? Man sieht es doch, Wahlkampf geht so, erst machen sie dir Angst, ne, dann wirst du kurz betäubt, dann kriechen sie dir hinten rein und wer hinten drin ist, ist fein raus, weil er muss dir die Wahrheit nicht ins Gesicht sagen. Ja. So läuft Wahlkampf. Ja. Wissen Sie, was mir in diesem Wahlkampf, in dem bisherigen Wahlkampf aufgefallen ist? Die Union, CDU, CSU machen fast keine Stimmung gegen Ausländer. Das haben wir sonst gerne mal gemacht, weil es ankommt bei den Leuten, so ein wenig draufschlagen auf Asylanten, Integrationsverweigerer und doppelte Staatsbürger, draufschlagen, klatschen die Leute. Diesmal fast nichts. Wenn man mal von Horst Seehofers Idee einer Autobahnmaut nur für Ausländer absieht, aber das ist so ein kleines CSU-Gerempel. Ich meine, ganz kann ja die CSU ihren Markenkern auch nicht aufgeben. Und zum Markenkern der CSU gehört auch die extrem harte bayerische Linie in der Flüchtlings- und Asylpolitik. Die Linie, es den Flüchtlingen hier das Leben möglichst schwer und möglichst zur Hölle zu machen mit Kasernierung und schlechtem Essen, dass sie möglichst bald wieder abhauen in ihre Heimatländer, dass sie dort möglichst allen Menschen verkünden, wir waren in Bayern, aber die Folter daheim ist doch angenehmer. Und aus diesem Grund hat es ja dieses Jahr im Sommer in München, hat sich eine Gruppe von Flüchtlingen zum Hungerstreik überreden lassen. Und dieser Hungerstreik ist dann polizeilich beendet worden, was ich auch richtig fand. Ja, es sollte ja niemand zu Schaden kommen. Auch die CSU wollte Tote verhindern. Und bei aller Kritik muss man das der Partei hoch anrechnen. Denn, sind wir doch mal ehrlich, jeder tote Asylant hätte der CSU bei dieser Wahl 4 bis 5% an Stimmen gebracht. Und darauf haben sie verzichtet. Es gibt also noch Hoffnung. Die zuständige bayerische Sozialministerin Christine Haderdauer, ja, außerhalb wird man sie vielleicht gar nicht kennen, das ist die hier. Nein, da ist sie drauf, aber man sieht sie nicht, weil das war in Würzburg und da ist sie in ihren Dienstwagen geflüchtet, als die Asylanten mal ein paar Fragen hatten. Gut, warum soll sie auch reden mit denen, das sind ja keine Wähler. Nein, das andere Bild bitte, das ist die bayerische Sozialministerin, die war schwer empört über die Forderungen der Hungerstreiker und hat dann betont, der Rechtsstaat ist nicht erpressbar.
Sie hätte hinzufügen müssen, nicht erpressbar von Flüchtlingen, von Banken jederzeit, ja? Aber... Ja. Ja, Ihr Applaus ist schon in Ordnung. Aber ich möchte jetzt keinesfalls auf der Frau Haderdauer herumprügeln, ja, weil die kriegt in ihrer eigenen Partei genug Prügel und sie ist ja auch gar nicht das Problem. Sie ist doch einfach nur ein gelungenes Beispiel von vielen, wie ein Staatsdiener innerlich verroht, wenn er seine Ermessensspielräume weder mit menschlichem Verstand noch mit Nächstenliebe auszufüllen in der Lage ist. Und wenn Sie sagen, Nächstenliebe, wir nehmen doch 5000 syrische Kriegsflüchtlinge auf, ja, Innenminister Friedrich von der CSU hat ja auch gleich gesagt, er möchte bei der Aufnahme Christen gegenüber Muslimen bevorzugen. Ich weiß nicht genau, wie er das begründet. Vermutlich wird er denken, es heißt ja auch Schwein gehabt und es geht bei Moslems nicht. Hä? Selber schuld. Nein, Späßli. Also 5000 syrische Flüchtlinge dürfen kommen. Warum? Angeblich aus humanitären Gründen. Und schauen Sie, das ist eine Lüge. Denn hätten humanitäre Gründe in dieser Drecksflüchtlingspolitik jemals eine Rolle gespielt, dann würde weder die mächtigste Frau der Welt, noch Pfarrer Gauck, noch Innenminister Friedrich, noch sonst einer dieser ganzen engagierten Oberchristen seelenruhig und skrupellos zuschauen, wie jedes Jahr Tausende, wirklich Tausende von Flüchtlingen im Mittelmeer ersaufen, wenn sie versuchen, die Grenzen dieser durch und durch verlogenen europäischen Wertegemeinschaft zu erreichen. 5000, immerhin. Werden jetzt kommen. Und wenn das Volk dann unruhig wird, dass es noch mehr werden und wenn sich die Mitte der Gesellschaft verbündet mit irgendwelchen Dumpfbacken und sich einig ist, das Boot ist voll, dann wird Horst Seehofer durch die Bierzelte ziehen und verkünden, und wenn die Syrer nur an der deutschen Autobahn entlang laufen, werden Sie bezahlen dafür. Darf ich sagen, Sie hören sich nicht komplett. Spielt doch, Herr Dr. Priol. Herr Dr. Priol. Ja. Frau Gruber. Na endlich, ich habe mich schon gewundert, wo Sie bleiben mit unseren Lesezetteln. Ja, und mit Lesezetteln wird es halt nichts werden. Die hat mir da draußen irgendein Verrückter abgenommen vor der Tiefgarage. Was? Ja. Da draußen laufen auch schon so Leute rum? Ja, der hat irgendwas gefasselt von Aufrütteln und wir müssen die Menschen die Augen öffnen fürs Wesentliche, so ein Schmarrn. Ja, aber deshalb kommen Sie doch auch jede Woche zu uns mit Ihrer Hochliteratur, ne, damit wir den Menschen nahebringen, was sie wirklich interessiert. Ja, ja. Baby George zum Beispiel, ach, dieses kleine Scheißerchen vom englischen Königshaus. Sagen Sie, glauben Sie eigentlich, ist der wirklich von Kate? Ich finde, der sieht ja gar nicht ähnlich. Der königliche Schratz, der interessiert doch jetzt gar nicht, Dr. Priol. Ja, aber ich hatte so gehofft, dass Sie uns hier mit den neuesten politischen Erkenntnissen füttern. Ja, was wäre denn das? Die Merkel, ich wollte von der Merkel wissen, ob sie schon mal Sakko mit 3 Knöpfen getragen hat und wo sie ihre Wanderklamotten kauft, bei Lidl oder bei Chibo, oder ob sie ja eine Kartoffelsuppe für ihren Garten macht und ob genügend Streusel auf dem Streuselkuchen sind, weil magst du gerne mit viel Streusel, weil es doch Konditoren sind, es ist doch wurscht, das interessiert doch keine Menschen. Da haben Sie nichts, kein Lesezettel, nein, keine bunte. Hab ich doch gesagt, nein. Keine Brigitte. Nein. Kein Herz im Blatt. Nein, keine Frau am Herd, keine Frau im Vorratskeller, nichts heute. Nicht mal den Fokus? Nein. Wie soll ich denn jetzt unsere Patienten von der Realität fernhalten? Ja, ich hätte noch ein Exemplar der Zeit und ein Cicero. Bah, viel zu schwere Kost. So. Ich habe noch im Wartezimmer noch ein paar Sternausgaben liegen. Die werde ich mal holen gehen. Ja, die kenne ich. Da lebt die Lady Dinah und schreibt gerade die Hitler-Tagebücher um, gell? Ja, 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 genau. Oh, die. Die werde ich jetzt mal... Die Zeit und ein Cicero. Ich werde die jetzt mal rasch verteilen. Ja. Sie bleiben schön hier und halten hübsch die Stellung. Ja, weil wenn Sie was wirklich gut können, dann das. Nicknack. Das sind aber auch eine ganz verlegen. Ja, Frau Gruber, jetzt habe ich Sie. Oh Gott, bleiben Sie ich los, zeige ich Sie an. Sie zeige ich an. Mich? Alle zeige ich Sie an, weil wir nichts anderes können, als seit 2 Jahren vom Fernseher hocken und den Syrern nur beim Verrecken zuschauen. Den Kindern und die alten Leute und die Familien. Jedes Krankenhaus ist bombardiert. Medikamente gibt es überhaupt gar nicht mehr. Die Ärzte werden erschossen. Frau Gruber, das ist unterlassene Hilfeleistung. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich einmarschieren oder was? Ich weiß gar nicht, was man da anzieht.
Nein. Ich kann das so nicht gehen mit den Schuhen, das geht doch nicht. Es geht doch um humanitäre Hilfe, um Soforthilfe. Es wäre so einfach. Einfach Menschen helfen. Verstehen Sie? Nein. Nein. Schauen Sie her, ich erkläre Ihnen das. Syrien hat 20 Millionen Einwohner. Und von diesen 20 Millionen sind 7 Millionen auf der Flucht. Verstehen Sie das? Darunter mindestens 1,5 Millionen Kinder. Was ist es uns? Scheißegal. Ja, weil es ja Kinder sind und keine Katzen. Was? Ja, wenn es Katzen wären oder rumänische Hunde oder von mir aus eine Schnappschildkröte, dann wird der Tierschutzverein eingreifen. Ja, aber 7 Millionen, das kommt mir auch ein bisschen viel vor. Stimmt das wirklich? Waren Sie da dabei? Wäre ich da dabei? Waren Sie bei der Mondlandung dabei? Schaut, damit Sie das überhaupt kapieren, hier ist das große Syrien. Ja. Und daneben gibt es ein kleines Land. Das ist der Libanon. 4 Millionen Einwohner. Und in dieses kleine Land sind inzwischen 1 Million Flüchtlinge aus Syrien gegangen. Das ist eine humanitäre Katastrophe. Das kann man sich bei uns. Das wäre bei uns so, als würden jetzt morgen aus dem Nachbarland nach Deutschland 20 Millionen Menschen fliehen. 20 Millionen Österreicher, das war wirklich eine Katastrophe. Na, aber da muss doch. Warte's. Ich hätte vielleicht sogar. Ich habe eine super Idee. Ja? Doch, ich habe vielleicht eine Idee, Herr Springer, wie ich Ihnen helfen könnte. Mhm. Wir schicken die Regine Sixt nach Damaskus. Die hängt ein Werbeplakat auf Gustl Moller, daneben der Assad. Und drunter steht, wenn hier einer verrückt ist, Ich werde hier verrückt, weil wir seit 2 Jahren nach Syrien keine humanitäre Hilfe leisten. Das stimmt zum Beispiel nicht. Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, dass wir syrischen Kriegsopfern durchaus helfen. Über die UNO, über das Rote Kreuz. Ja, über das Rote Kreuz. Wissen Sie was? Wenn Sie dem Roten Kreuz spenden, dann kommt das natürlich nach Syrien zum syrischen Roten Halbmond. Und da sagen Insider, 95% kommen überhaupt gar nicht bei den Menschen an. Ja, weil der Araber sich ein bisschen geschlampert ist. Und es ist ja auch Krieg. Nein, sondern weil der Chef vom syrischen Roten Halbmond, das ist der Herr Abdul Rahman Attar. Und das ist der größte Mafiosi von ganz Syrien. Und dem seiner Attar Group, dem gehören Pharmakonzerne, dem gehören Fußballvereine, Versicherungen, Banken. Aber das ist dann quasi der Berlusconi Syriens. Das ist doch praktisch, da bekommen die Flüchtlinge alles aus einer Hand. Nein, die Flüchtlinge bekommen überhaupt gar nichts, weil der Attar ist ein Strohmann von der Familie Assad. Wenn die mal wegen dem Embargo wieder mal zum Beispiel in Europa nicht einkaufen können. Das heißt, wenn die Frau Assad, die Präsidentengattin, neue High Heels will, dann spenden Sie einfach fürs Rote Kreuz, dann machen Sie eine Diktatorengattin glücklich. Okay, Herr Springer, Sie spinnen doch, Sie haben da auch schon die Gehirnwäsche von der Al-Qaida durchlaufen. Ja. Alles, was uns nicht passt, das ist Al-Qaida. Wissen Sie was, der Berliner Flughafen, das war Al-Qaida. Ja. Wenn Sie im ICE, wenn es wieder mal 75 Grad hat, das war Al-Qaida. Hören Sie auf. Man weiß doch, wenn man die Revolutionäre unterstützen würde, würde der islamische Gottesstaat kommen. Ja, aber wir unterstützen doch schon Al-Qaida. Jetzt nicht direkt mit einem Scheck, natürlich, das wäre zu auffällig. Aber wir transportieren ja Geld und Waffen in die Golfstaaten, nach Saudi-Arabien. Und von da geht es direkt nach Syrien an die Extremisten, an Al-Qaida. Deswegen war doch unser BND-Chef, der Schindler, war persönlich im Mai noch beim Assad. Sie sind doch paranoid. Sie sagen, Herr Dr. Priol, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, Herr Springer, wie ich Ihnen noch helfen soll. Wie Sie mir helfen sollen mit einem Erdbeben? Wir brauchen ein Erdbeben. Was? Ja, ein Erdbeben. Weil die syrischen Flüchtlinge sagen, wir beten jeden Tag zu Gott, dass uns ein Erdbeben schickt. Dann hätten wir morgen Hilfe, aber wir haben nur einen Krieg. Also, Herr Springer, wirklich. Herr Springer, schauen Sie, wenn das wirklich so schlimm wäre, wie Sie sagen da unten, dann hätte doch der Til Schweiger schon lange einen Film drüber gemacht. Was? Ja, das Wunder von Aleppo im Tunnel von Homs, am Checkpoint Ali, in den Hauptrollen Heino Ferch und Veronika Ferre spielt Wladimir Putin. Nein, Frau Gruber, wir brauchen keinen Film, wir brauchen Politiker, die einmal Klartext sprechen, genau. Genau, die Merkel, die muss ins Fernsehen hinein, die muss einmal die Wahrheit sagen und sagen, wir können Syrien nicht helfen, weil wir es nicht wollen, weil wir haben Angst vor dem Putin, dass der uns im kalten deutschen Winter den Gashahn zudreht. Und dann sagt sie, ja, aber humanitär helfen wir doch jetzt mehr, wir lassen jetzt doch noch Syrer rein zu uns und zwar vielleicht noch 8 Stück. Aber Voraussetzung ist natürlich, die haben eine demokratische Gesinnung, die sind gesund, die sprechen Deutsch, die sind sportlich, die sind sehr reich. Die wissen die Vornamen der Einzelmännchen auswendig und die Bundesliga-Ergebnisse der letzten 30 Jahre. Und es sind halt keine Syrer, sondern sie kommen aus Freilassing. Ja, gell? Einmal die Wahrheit sagen, Rückgrat zeigen. Herr Springer,
Unsere Bundeskanzlerin hat so ein dickes Fell. Mhm. Die braucht kein Rückgrat. Ja. So. Ja, und das Gas! Das Gas! Das Gas! Das Papier von der Frau. Entschuldigung, es ist ja, ich bin so müde, so schläfrig irgendwie. Das muss an diesem Wahlkampf liegen, ne? Also an dem Vermiedenen, also an dem, der gar nicht stattfindet. Es ist ja eine klare Strategie. Die Wähler müssen von den Urnen ferngehalten werden, damit die Mächtigen an der Macht bleiben. Nicht Wähler und die Masse der Bestandsrentner, also die Eistütchen. Die entscheiden über unsere Zukunft. Ja, es ist aber auch so schwer mit den ganzen Programmen. Man weiß ja gar nicht, was wollen sie denn eigentlich alle? Die SPD kommt und sagt, achtet bloß nicht auf den Kandidaten, nur auf die Inhalte. Na, die CDU meint, achtet bloß nicht auf die Inhalte, nur auf die Kandidatin. Na, dann kommt die CSU und trachtet, achtet nicht auf Inhalte oder den Kandidaten, nur auf Bayern. Und dann kommt die FDP an von wegen, achtet auf gar nichts. Da ist nichts. Wählt uns einfach. Nein, es ist gelaufen, weil die kritischen Medien die alte Regierung ja schon wieder ins Amt geschrieben haben. Und das ärgert die Industrie. Die sind richtig, Mensch, wenn wir das gewusst hätten vorher, dass das alles schon so klar ist, hätten wir uns die ganzen teuren Parteispenden sparen können. So Sauerei. Die geben ja alle was gern, ne, zur politischen Landschaftspflege, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Versteht sich, oder? Und wer kriegt am meisten? Die größte Parteispendenskandalpartei ever, die CDU. Vorneweg. Die großen Autobauer, die dann rein zufällig natürlich von neuen, strengeren CO2-Richtlinien aus Brüssel befreit sind. Weil der Staatsminister im Kanzleramt, Eckart von Kläden, zeitgleich den Schreibtisch bei Daimler-Benz bezieht als künftiger Manager for Global Affairs. Dort berät er sich dann mit dem ehemaligen Verkehrsminister der CDU, Herr Wissmann, der jetzt als Vorsitzender des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, der Chefin im Kanzleramt, gern mal einen kleinen Brief schreibt, um der mächtigsten Frau der Welt mitzuteilen, wie sie neue umweltfreundliche Richtlinien aus Brüssel, die schon bestehen, wieder zu kippen hat. Bevor Hildegard Müller kommt und auch weitere Lockerungen fordert, Hildegard Müller, die Vorsitzende vom Bund der Energie- und Wasserwirtschaft, die war mal rein zufällig natürlich Staatsministerin im Kanzleramt und engste Vertraute von Angela Merkel, mit der sie heute noch freundschaftlich verbunden ist. Aber ich sag, wenn die beiden sich mal treffen, was werden sie groß machen? Ne, vielleicht mal Kartoffelsuppenrezepte austauschen? Weiter gar nichts, oder? Der zweitgrößte Einzelspender der CDU ist übrigens die schwäbische Tunnelbaufirma Herrenknecht, die rein zufällig natürlich, na, am meisten mit ihrer Tunnelvortriebstechnik von Stuttgart 21 profitiert. Wer davon jetzt Kopfschmerzen bekommt, braucht sich nicht zu grämen, denn der Pharma-Riese Merck hat da schon kleine Trostpflaster bereit, die er zu gleichen Teilen an CDU und FDP verteilt, weil der FDP ganz zufällig das Gesundheitsministerium gehört. Ja, das ist das schöne Bild, oder? Von einer freien und gestaltenden Politik, wenn zwei Politmarionetten, ne, über die Flure wandeln und strahlen, spürst du es, wie wir die Fäden in der Hand halten, an denen wir hängen. Herr Doktor! Herr Doktor! Ah! Herr Doktor! Herr Doktor! Herr Appel! Ja! Und das ist toll! Der Typ von Zimmer 3. Wie läuft's? Also ich muss ganz, der mit der Persönlichkeitsspaltung, ja, ja, sensationell. Als sie mich hingeschickt haben, ja, da konnte er sich nicht entscheiden, bin ich jetzt Napoleon oder Robespierre. Oh. Und dann habe ich ihm das Grundsatzprogramm meiner Partei vorgelesen. Ja, von der SPD. Von der SPD, ja, das ging ja recht schnell. Ja, ne? Ja, das war schnell, aber der Zweck heiligt die Mittel. Und jetzt kommt's. Jetzt ist er nicht nur Napoleon und Robespierre, sondern er ist auch noch Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Oh. Ist das nicht geil? Das ist aber ein bisschen viel auf einmal. Ich glaube, den werde ich neu einstellen müssen. Nein, nicht neu.
neu einstellen, nicht neu einstellen. So wie es ist, das sind zwei Stimmen mehr in Spaltung. Sie müssen sich das vorstellen. Das sind dann insgesamt für die SPD an der Urne ganze 8 Stimmen. Applaus, Applaus, Applaus. Das ist ja toll. Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Großartige Stimmung hier. Was ist denn los? Kurze Zwischenfrage. Ja. Hätten Sie vielleicht ein Zimmer für mich? Oh, das ist Herr Sieber. Sieber, ja, das ist schwierig im Moment. Wir sind sehr gut belegt. Ach komm, es ist Wahlkampf. Da müssen viele Menschen behandelt werden. Allein die ganzen Versprecher mit ihren Versprechern. Versprechen. Ja, 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 ja. Da haben wir schon ein klares Krankheitsbild. Prophylaktische Amnesie. Heißt? Also wenn du vorher schon weißt, was du hinterher gelogen haben wirst. Das ist... Entschuldigung, wenn ich frage, wer ist denn hier der behandelnde Arzt überhaupt? Ist das nicht egal? Wir sind im Wahlkampf. Da wollen die Menschen doch keine Diagnosen. Die wollen Placebos. Ja, Placebo Domingo. Dein ist mein ganzes Herz. Das war ein anderer. Ich bin ein bisschen verwirrt wegen der Stille im Land. Ja, das geht uns ja allen so. Ne? Aber wir beide gehen jetzt erstmal auf Zimmer 3. Ich hätte noch ein paar tolle Ideen zu dem... Sie bleiben hier, weil die Stille wird Sie ja richtig beflügeln. Gell? Ich kümmere mich drum. Wissen Sie, was mir vorhin eingefallen ist? Ja, und nehmen so richtig einen drauf. Und dann geht es. Hören Sie das auch? Diese Stille? Diese Ruhe im Land, oder? Morgens schlägst du die Zeitung auf und dir fällt die Kinnlade runter. Giftgasangriff in Syrien, ja, halb Europa enteignet, in Armut geschickt, 50% Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen, ja, NSU-Skandal, NSA-Affäre und bei uns Ruhe, nichts. Und mitten in diese Stille platzt die Nachricht, die Rezession in Europa ist beendet. Das hat Mutti aber sauber hingekriegt, oder? So kurz vor der Bundestagswahl. Da hat sie mal durchgegriffen bei den Südeuropäern, oder? Hat denen mal richtig in den Arsch getreten. Seien wir mal ehrlich, das war doch bisher so. Ja? Griechen, Spanier, Portugiesen in der europäischen Hängematte haben sie dem Untergang entgegengefaulenzt. Und der Deutsche steht doch mit 85 noch auf der Baustelle. Mit 85 und 3 Bypassen. Und planiert mit dem Rollator die Auffahrt zur Vollbeschäftigung. So sind doch wir. Ja, komm bitte. Dann darf man auch nicht beunruhigt sein wegen der Ruhe, weil das ist ja nur Ausdruck der Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit darf man sich auch nicht durcheinander bringen lassen durch sowas wie diese Realität. Ich meine, morgens um 11 mit fettigen Haaren an der Tankstelle stehen, das ist doch keine Schande mehr. Das ist doch gutes deutsches Stadtbild. Das ist doch Folklore, das hat schon Tradition. Warum nicht auch mal nachts auf dem Abluftschacht von Karstadt übernachten? Das macht den anderen Hoffnung, wenn sie morgen vorbeilaufen und sehen, guck mal an, dann geht's noch schlechter. Da lasse ich mich doch locker für 6,50 Euro die Stunde im Friseurhandwerk ausbeuten. Und dann immer diese Nörgler, die immer sagen, man sieht immer mehr ältere Menschen in Innenstädten, die in den Mülleimer wühlen. Da sage ich, das ist doch ein gutes Zeichen für den sozialen Ausgleich. Er stimmt noch, wenn die Jugend so viel säuft, dass die Alten vom Flaschenpfand noch leben können. Da. Es ist doch komm. Ja. Darf man sich auch die Zufriedenheit nicht nehmen lassen durch so Fragen, die immer wieder aufkommen? So unwirtliche Fragen zum Beispiel. Warum können die Menschen in diesem Land, obwohl es uns so gut geht, von ihrer Hände Arbeit nicht mehr leben? Warum stehen tagtäglich Zehntausende bei der Tafel an, um unsere Reste zu essen? Und ist vielleicht Armut inzwischen gewollt, weil sie den mündigen Bürger zum Bittsteller macht, der leichter regierbar und manipulierbarer ist? Da darf man sich das Ganze auch nicht durcheinander bringen lassen durch so eine Bundestagswahl. Sind wir doch mal ehrlich, diese Bundestagswahl ist eh nur noch ein Relikt aus der demokratischen Vergangenheit, wo die Volksvertreter noch Vertreter des Volkes waren und nicht der verlängerte Arm der Wirtschaft. Und wir, ja, bitte. Und lasst uns diese Zufriedenheit auch nicht nehmen, wenn wir millionenfach ausgespäht werden. Ja, wenn wir überwacht werden, dann müssen wir dankbar sein, dass sich noch jemand für uns interessiert. Und wenn es nur die Geheimdienste sind und wenn sich ein Ronald Pofalla hinstellt und das Ende der Diskussion einläutet, dann sage ich, seit wann bestimmt der Wurm, ob geangelt werden darf? Dann, ja, ich bitte euch. Die Demokratie wird verteidigt mit den Mitteln der Diktatur. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist im NSA-Skandal auch noch rausgekommen. Man hat selten eine Bundesregierung erlebt, die gerade in diesem Zusammenhang mit solcher Vehemenz darauf gepocht hat, dass sie von nichts eine Ahnung hat.
Man hat keine Erwartung mehr an diese Bundesregierung und selbst das können sie nicht erfüllen. Das kann man. Und dann So, ich habe das Aufnahmeformular schon vorbereitet, wenn Sie alles, Herr Seibert, wenn Sie alles schon mal ausfüllen möchten. Ach, das ist toll. Zimmer 7 hätten wir noch was frei. Ist es ein ruhiges Zimmer? Ja, ja, ist ganz schalldicht ausgekleidet. Dann nehme ich das, also da freue ich mich schon. Ja. Wir sehen uns vielleicht noch, wir sehen. Es ist super. Es ist toll, es läuft prima. Der Typ mit dieser Persönlichkeitsspaltung, also schon mal 4. Jetzt haben wir festgestellt, aufgrund dieser Persönlichkeitsspaltung ist er noch alkoholabhängig. Das heißt, der säuft jetzt für 4. Der ist den ganzen Tag so besoffen, der sieht nur noch doppelt. Das heißt, ich habe das jetzt verdoppelt. 8 mal 2 sind 16 Stimmen für die SPD. Das ist sehr gut. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Mein lieber Freund, jetzt also voll gemacht. Jetzt haben Sie aber wirklich einen gut. Na? Ich kann Ihnen auch verraten, bei wem? Bei der Nahles. Oh. Viel Spaß. So, die Urne hatte noch gefehlt, Briol. Die sollte eigentlich vor der Kabine da sein, aber da gab es Probleme. Die stand am Hauptbahnhof von Mainz. So, gebraucht hätten wir sie sowieso nicht, weil die Wahl ist sowieso gelaufen. Ja, Sie sagen das immer so mit dieser Überzeugung in der Stimme. Ja. Was macht Sie da eigentlich so sicher? Ja, meine Berufserfahrung. Und deswegen habe ich als Ihr Öffentlichkeitsarbeiter auch schon mal alle wichtigen Meldungen für die Zeit nach dem 22. September formuliert und vorbereitet. Aha. Bitte. Wer fängt an? Schnick, Schnack, Schnuck. Also ich. Berlin, 23. September. Verlängerung. Schwarz-Gelb bleibt im Bund und in Hessen. FDP verliert, Union triumphiert. Angela Merkel, heute ist ein sehr guter Tag für Deutschland, Wiesbaden und Europa. Seien Sie mal belzig, jetzt mal ganz ehrlich, haben Sie was geraucht? Bayreuth, 24. September. Nach der absoluten CSU-Mehrheit in Bayern muss Gustl Moller wieder in die Psychiatrie. Beate Merck betonte, heute ist ein guter Tag für Bayern, für Deutschland und für die Unabhängigkeit der Justiz. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe Ihnen Unrecht getan. Sie haben gar nichts geraucht. Das klingt alles so echt. Jetzt wird's noch echter. Berlin, 27. September. FDP verliert das Justizministerium an die CSU. Beate Merck übernimmt das Ressort und wechselt in die Hauptstadt. Horst Seehofer betonte, heute ist ein besonders guter Tag für Bayern. Berlin, 28. September. Die Koalition einigt sich spät in der Nacht auf einen flächendeckenden Mindestlohn von 3,50 Euro. Kanzlerin Merkel betont, heute ist ein guter Tag für mich und für die Märkte. Mainz, 29. September. 2 ICE-Züge konnten heute kurzfristig den Bahnhof der Landeshauptstadt verlassen. FDP-Fraktionschef Brüderle und Bahnchef Grube betonten bei einer Feierstunde, heute ist ein guter Tag für Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa und die ganze Welt. Berlin, 30. September. Der ehemalige Umweltminister Altmaier wird neuer Twitter-Beauftragter der Bundesregierung. E.ON-Chef Tyson wechselt ins Kabinett und soll als neuer Ressortchef die Energiewende endgültig und für immer verabschieden. Wirtschaftsminister Rösler betonte, heute ist ein guter Tag für E.ON, Vattenfall, RWE und FDP. Mainz, 2. Oktober. Wenig überraschend konnte gestern keine einzige Regionalbahn den Bahnhof der Landeshauptstadt erreichen. Verkehrsminister Ramsauer im Trostberger Tagblatt. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Belzig. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch alles Quatsch. So weit kann doch kein Mensch in die Zukunft schauen. Ja, ich schon. Ich habe hier sogar eine Meldung aus der allerfernsten Zukunft. Stuttgart, 3. Juli 2049. Der Stuttgarter Tiefbahnhof wird endlich eingeweiht. Reisende aus Richtung Mainz werden gebeten, in Paris zuzusteigen. Ja. Was denn? 2049? Ja,
am Ende ist dann doch schnell gegangen. Ja. Haben Sie aber noch was vergessen bei der Meldung? 3. Juli 2049. Kanzlerin Merkel betonte bei der Eröffnung: Heute ist ein guter Tag für mein deutsches Europa. So bellt sich jetzt. Es ist aber wirklich schlimm. Jetzt hören Sie mir doch auf. Ja, doch, was stimmt? Das hören Sie mir doch auf. Das ist doch Blödsinn. Die einzig wirklich echte Meldung aus der Zukunft haben Sie natürlich unterschlagen. Ach ja. Ausgerechnet ja. Sie. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Und zwar 1. Dezember. Nikolaus Blome, Vizechef der Bild-Zeitung, das speichelleckende Zentralorgan dieser neoliberal-konservativen Uschi-Angie-Fipsi-Kombo, ist seit 1. Dezember stellvertretender Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Ja, ich finde, das klingt spannend. Wie nennen die sich dann? Spiegelbild? Ja? Das ist doch... Es geht um Ihren Berufsstand. Ach, der Spiegel galt mal als das Sturmgeschütz der Demokratie. Ja. Was wird jetzt aus ihm? Ein feuchtes Zündblättchen. Ich warte schon auf die Kochrezepte. Sollten Sie nicht überbewerten. Und ich erkläre hiermit das ganze Gequake und Getue über den Wahlkampf und die Wahl für beendet. Ja, mir reicht jetzt das Thema. Ich finde, lassen Sie uns mal an die denken, die keine Stimme haben und niemals eine Stimme haben werden. Ja, reden wir doch mal über die Drittstaatenregelung in der europäischen Flüchtlingspolitik. Die Drittstaatenregelung bedeutet, da, wo der Flüchtling erstmalig europäischen Boden betritt, da muss er dann aber auch immer bleiben. Ja? Und da ja die meisten Flüchtlinge nicht in der Senatorklasse der Lufthansa in Frankfurt anreisen, sondern in irgendwelchen Nussschalen in Lampedusa stranden, trifft es uns weniger, verstehen Sie? Es ist ja direkt geografisches Glück, dass die deutschen Grenzen nicht bis zum Mittelmeer reichen. Gell, da sind auch die Nazis unter uns erleichtert, dass wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Und diese Drittstaatenregelung wurde dieses Jahr einer tschetschenischen Flüchtlingsfamilie zum Verhängnis. Die siebenköpfige Familie war über Polen nach Deutschland eingereist, schließlich in Ansbach gelandet, und man wollte sie wieder loswerden und nach Polen zurückschicken. Der Mann gefoltert, die Frau traumatisiert, misshandelt, vergewaltigt, ja, musste die Frau eines Tages in eine Klinik. Und da hat das zuständige Ausländeramt in Ansbach die Gunst der glücklichen Stunde genutzt und in einer Nacht- und Nebelaktion einen Teil der Familie mit dem Ehemann nach Polen abgeschoben. Und als die Frau dann aufwachte, war praktisch die Familie weg. Und wissen Sie was? Das war rechtlich einwandfrei. Und wenn sowas rechtlich einwandfrei ist, dann würde ich die Frau Haderdauer doch gern mal fragen, was denn eigentlich genau dagegen spricht, wenn man diesen Rechtsstaat dann und wann vielleicht mal so ein wenig erpresst. Ich meine, wenn man diesen Rechtsstaat so ein wenig erpresst, ja. Rechtlich einwandfrei. Sagte das Bundesamt für Migration. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt, sagte der Landrat. Wir haben nur Gesetze vollzogen, sagten die Abschiebebeamten. Was ich mich aber bei so einer Geschichte frage, so ein Abschiebebeamter, der ja nur seine Pflicht erfüllt, ja, nichts für die Gesetzeslage kann und die Frau Haderdauer vielleicht gar nicht mal persönlich kennt, wie ist es für den nach so einer Aktion? Ist er dann zufrieden, glücklich, froh? Kommt er am Abend heim und erzählt, ich hab's geschafft, die Tschetschenen sind erledigt und die Frau kassieren wir übermorgen. Und die Beamtengattin gratuliert und dann streicht der Beamte seinem Kind im Bettchen voll Zärtlichkeit den blonden Schopf und flüstert ihm ins Ohr, der Papa hat dich lieb. Und dann öffnet der Beamte eine Flasche Rotkäppchen-Sekt und stößt auf die Tschetschenen an. Und seine Frau ist stolz auf ihn. Und später schläft er dann mit ihr und denkt dabei an Christine Haderdauer.
Bitte. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang vielleicht an das silberne Unwort des Jahres von 2009 erinnern. Riol, jetzt kommst du doch nicht mit dem alten Schmand daher. Das spielt doch jetzt wirklich keine Rolle. Doch, doch, doch. Das hat eine ganze Menge damit zu tun. Ja, damals hat eine hochrangige Persönlichkeit gesagt, der Beitrag des deutschen Anteils zum Migrationsproblem ist eine erfolgreiche Flüchtlingsbekämpfung an den Außengrenzen Europas. Riol, erfolgreiche Flüchtlingsbekämpfung. Welcher ernstzunehmende Kopf in Deutschland würde einen solchen menschenverachtenden Schwachsinn ernsthaft unter die Leute bringen, ha? Ja, aber... Wenn ich jetzt... Du bist so toll. Ich kann mich nur... Ich dreh durch. Es ist so Wahnsinn. Typ von Zimmer 3. Sie wissen Bescheid. Es ist der Knaller. Jetzt habe ich ihm noch eingeredet, dass er nicht nur hetero, sondern auch noch bisexuell ist. Ja, und nach den neuesten Transgender-Richtlinien auch noch geschlechtsneutral. Macht 3. Muss ich mir vorstellen. Jetzt 4 Persönlichkeiten plus 2 Spieler, mal 2 sind 8. Ja, dann auch noch besoffen. Doppelt. 16. Und das Ganze mal 3 macht 48 Stimmen für die SPD. Ja, ich toll, bin begeistert. Toll. Lassen wir ihn weiter träumen. Ja, ja. Hallo. Lässt mich mit euch alleine. Aber wenn ich euch schon hab, sind ja genug da. Wer wählt SPD? Wer wählt SPD? Hand hoch. Hat sich wenigstens der Sommer gemeldet? Nee, also das ist ja... Ich muss mal runterkommen, das gibt's ja überhaupt nicht. Leute, das ist auch wirklich ein Elend. Nee, als Sozialdemokrat, man hat's echt schwer. Man muss immer kämpfen, man muss immer treten. Die Leute, die Sozis sind ja so. Sozis sind ja grundsätzlich so zweifelnd. Ne, alle Scheiße, ne. Die finden sich sogar selbst zum Kotzen. Ja, es fehlt ihnen einfach, ja, die CDU hat's da leichter. Nicht CDU-Wähler, die haben so diese Loyalität. Ne? Ja, 100 Ochsen, eine Kuh, trotzdem wähle ich CDU. Das fehlt uns natürlich. Ja, das ist doch wahr. Nee, wir sind im Prinzip müssten wir Sozialdemokraten im Prinzip so eine Art, ja, Erschwerniszulage bekommen. Wir haben es doch schwerer. Allein dieser scheiß Wahlsonntag, das ist doch schon Wahlbetrug. Wer geht denn am Sonntag wählen? Das ist doch so eine provinzielle Scheißtradition. Das sind doch, ne, die Dorfdeppen gehen wählen und wer liest abends die Wahlergebnisse vor? Der Deppendorf. Ne, so sieht's doch aus. Ja, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Wahlsonntag, das ist nichts für uns Sozis. Wir Sozis bleiben im Arsch im Bett. Wir gehen dann morgens nicht wählen. Wer geht denn dann morgens hin? Bis Mittag sind die Wahlergebnisse. Ja, nicht die Kirchgänger. Die Kirchgänger, nee, die im Altenheim im Rollator mal eben rüber. Nee, es ist doch so. Nee, und die ganzen Friedhofe, so, was haben wir denn da? Was sind Wahlergebnisse? Was sind das denn? Das ist im Prinzip so eine, wie soll man sagen, klerikal-senile Bettflucht ist das. Nee, das ist doch, ja, ist doch wahr. Nee, wenn es wenigstens gesoffen wird, das ist ja auch so wahr. Nee, der Frühschoppler, es gibt ja noch die Frühschoppler. Nee, die können, also Säufer, die sehe ich da ja auch gerne. Das ist ja auch so eine alte sozialdemokratische Tradition. Das ist ein bisschen weg. War damals unter Willy Brandt war das noch modern. Sozialismus und Alkoholismus, zwei Grundelemente zur Gestaltung einer modernen Gesellschaft. Nee, aber ja, früher, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Nee, da hast du früher, ich meine, das Arbeiterfrühstück am Sonntag, was war das denn? Ein Pilz, ein Korn, eine Mettwurst und ein Hund. Ja, der Hund muss sein, weil einer muss ja die Mettwurst fressen. Nee, es ist einfach... Ja, aber wie gesagt, Wahlsonntag, eine Unverschämtheit. Da müssen wir in unserer Freizeit, müssen uns den Arsch aufreißen, um die Deppen zu wählen, die so unter der Woche das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ne, wir müssen, ne, wer wählen geht, das ist eine Bürgerpflicht, das machen wir gerne. Und dafür müssen wir mal freigestellt werden, vom Dienst, während der Arbeitszeit. Herr Sommer, da müssen Sie mal was tun. Ne, das geht doch nicht. Ne, ist doch wahr. Ne, für den Tag der deutschen Einheit, da haben wir frei. Ne, 23 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung brauchen wir noch einen Feiertag. Warum? Ja, damit wir uns von dem Schock erholen. Ich weiß es nicht. Es ist schrecklich. Ja, dieses überhaupt diese Wählgeherei da, das ist doch auch nichts. Ne, diese Wahlkabinen, das ist ja... Ne, da stehst du da, man kommt im Jogginganzug in die Grundschule. In der Klasse 2b stehst du wie früher beim Schulimpfen. Das ist doch schrecklich. Das ist nicht sexy. Dann heißt es Wahllokal und es gibt nichts zu saufen. Diese Frechheit. Ja, noch nicht mal die Schulmilch. Noch nicht mal die Schulmilch gibt's. Ne? Aber das ist ja eh so eine blöde...
verkackte Veranstaltung. Nee, es ist ja eine Frechheit. Wie gesagt, Wahlsonntag, Wahlsonntag. Nee, da stehst du da rum. Und das ist ja auch Wahlverbot. Deswegen ist es auch so langweilig. Da ist ja keine Hüpfburg oder mal Ponyreiten für die Kinder. Nix. Nee, da müsste ein bisschen Party sein. Aber es ist ja Wahlverbot. Nee, das ist ja genau wie ein Eurovision Song Contest und keiner darf singen. Ist doch langweilig, ist doch scheiße. Gerade vom Wahllokal, da müssen sie stehen. Die Cheerleader von der SPD. Ne? Ja, schlechte Zähne, wenig Glück. Wildbert Steinbrück, Steinbrück, Steinbrück. Nee, das wäre doch lustig. Überhaupt ein Feiertag, der ganze Tag, es ist der ganze, da ist Remi Demi. Von mir, die Stadien sind voll. Ja, in Fußballspiel. Warum denn nicht SPD geht, spielt sie gegen CDU? Nee, die Grünen spielen gegen die FDP. Das wäre doch sensationell. Wer gewinnt, ist scheißegal. Hinter sind alle besoffen. Und das wäre sehr schön. Und wer die meisten Promille hat, den kriegt der Margot Kessmann Gedächtnispreis. Das wäre mal was. Ja, die kennt er noch. Ja. Das ist doch wirklich. Engagiert sein. Nee, das ist. Ich finde. Fand ja Margot Kessmann, fand ich ja super. Nee, eine wahrhaft spiritualisierte Frau, die Jenny Elbers. Ja, der evangelische. Na, ist doch, die hat einen Preis für Zivilcourage bekommen, weil sie gesagt hat, ich fahre euch alle besoffen nach Hause. Das finde ich doch schön. Nee, also das heißt feiern, Party, richtig Halligalli. Nee, und überall Public Viewing mit großen Bildschirmen, im Stundentakt, im Schnelldurchlauf werden die Parteien durchgezogen und um 18 Uhr Stille. Um 18 Uhr. Ruft dann unser Bundespräsident Joachim Gauck bei der NSA an und fragt die Wahlergebnisse ab. Ja, dann sind die zuverlässig und wir haben, ja, wir können uns den ganzen Scheiß hier sparen. So, so, und wer jetzt noch? Appel. Wer jetzt noch? Appel. Ja. Appel, komm mal her. Ich hab mal nur nachgehört, Sie haben mich jetzt richtig neugierig gemacht mit Ihrem Klopf-Klopf-Wahlkampf. Haben Sie schon neue Ideen? Was, mit Zimmer 3? Zimmer 3? Hm? Ja, der glaubt ja alles. Ich glaube, ich rede ihm jetzt ein, dass er eine Quadratzahl ist. Ja, wenn er eine ja, der wacht auf und der multipliziert sich mit sich selber. Das heißt, das sind in dem Fall 48 mal 48. Das macht zusammen... Eins im Sinn, 2034. Nee. Aber es ist das Doppelte, weil ich habe ja einen Spiegel übers Bett gehängt. Und dass der Nachtwandler ist, habe ich auch noch gar nicht mit eingerechnet. Ich brauche ja mehr Wahlkabinen. Das reicht ja nicht. Ich muss mehr tun. Wir brauchen Urnen, damit ich durchkomme. Wir müssen Urnen viele holen. Urnen. Ich kann viele. Viele Urnen. SPD. Für die SPD. Für die SPD. Ah. Viele Urnen für die SPD. Ah, für eine. Ah ja. Für die SPD, für das schöne Laich. Nein, es ist ja, seit Wochen kriegen wir ja schon gesagt, es ist alles durch. Die Auguren, die Umfragen sagen ja schon, wie es ausgeht. Das mit den Umfragen ist übrigens interessant. Na alle, RTL, Forsa, Güllner, was sie alles immer machen, weil diese Umfragen machen die ja immer über Telefon, also über Festnetz. Ha, wer hat heute noch Festnetz? Ne, Altenheime, Krankenhäuser und die Kreisgeschäftsstellen der CDU. Also alles sehr repräsentativ. Nein, die Wahl ist durch, aber doch umwölkt einen schon so ein bisschen was wie Wehmut, ne? Weil ein paar Gesichter werden wir vermissen. Christina Schröder zum Beispiel, unsere hocheffiziente Familienministerin, geht mit zarten 36 Lenzen jetzt in den wohlverdienten, hochdotierten Altersteil-Ruhestand. Und Ilse Aigner wird fehlen. Ja, die darf bald in Bayern zeigen, was sie alles nicht kann. Na, viele fragen jetzt zurecht, hey, kommen auch ein paar neue Gesichter ins Kabinett? Jawohl, Christine Lieberknecht zum Beispiel von der CDU, die gerade noch Ministerpräsidentin von Thüringen, die hat dort im Moment so ein bisschen Probleme, ne? Verdacht wegen Untreue, weil sie ihren verbeamteten Regierungssprecher in den einstweiligen Ruhestand versetzt hat. Ich meine, gut, der Mann ist 37 und wechselt in die freie Wirtschaft. Ne? Ist es doch verständlich, dass er zu seinem neuen Gehalt, also eigentlich hätte er ja kündigen können oder sie hätte ihn entlassen müssen, aber dann hätte er neben seinem neuen Gehalt nicht auch noch die Übergangsgelder und den Pensionsanspruch kassieren können. Und da muss man schon als mitfühlende Christin handeln, ne, um die Versorgungs- und Fürsorgepflicht zu gewährleisten. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft sauer und der Rechnungshof ist sauer. Und da ereilt sie bald der Ruf aus Berlin. Du passt zu uns, Christine. Willkommen. Willkommen im Club. Ne, der Rest von der alten Combo, die bleiben. Ne, also die ganzen Wiedergänger, die ganzen Untoten. Und kein Geisterjäger weit und breit. Lehnen Sie sich doch einfach jetzt entspannt zurück und lassen Sie die Nasen der vergangenen 4 Jahre noch einmal an sich vorüberwandern. Thomas de Maizière, Fipsi Rösler,
Hans-Peter Friedrich, der Ramsar-Peter, Westerwelle. Komisch, in der Hitparade früher hat mir immer gesagt, bitte nicht wieder wählen. Aber das ist bei denen heute, wir sind ja bei uns. Ne? Dirk Niebel, Daniel Bahr. Habe ich noch irgendjemanden vergessen? Und wenn, es ist ja egal, weil sie kommen ja alle wieder. Ich freue mich schon so. Ja, Kreol. Jetzt sind wir ja fast am Ende in der doppelten Bedeutung vom Sinn. Und ja, was ich mich jetzt frage, haben wir vielleicht so in der Rückschau doch auch ein wenig zur Politikverdrossenheit beigetragen? Manchmal plagt mich fast ein schlechtes Gewissen. Nein, nein, das brauchen Sie nicht haben. Bei der Politikverdrossenheit greift ja immer das Verursacherprinzip. Na, also ein Wunder, wenn die Leute sauer sind. Was hört man zum Beispiel in der Ausspähaffäre vom Räucherstäbchen Pofalla? Ja, ich weiß. Er hatte keine Ahnung, dass es Geheimdienste gibt. Aha, bitte, da haben wir schon. Und was? Und was hört man in der gleichen Sache von Merkel? Ja, ich weiß, sie hatte keine Ahnung, dass es Bofalla gibt. Sie, eben, eben. Was hört man von Seehofer zu dem amerikanischen Spionagezentrum in Bad Aibling? Ja, ich weiß, hier. Ich weiß von Bad Aibling gar nichts. Bitte? Ja, bitte, aber bitte, der fährt doch jeden Morgen an dem Ding da vorbei. Ja, was haben wir gedacht, was das ist? Ein Champignon? Ja, aber Priol. Das ist ja das. Priol. Nein, Priol, das nein. Ist ja das. Das wir ist kaufen das nicht. Natürlich. Ach, sind die Leute deshalb so sauer? Weil es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Es gibt doch nur zwei. Entweder sie haben wirklich keine Ahnung gehabt, dann sind sie blöd. Oder sie haben Ahnung gehabt, dann lügen sie uns die Hucke voll. Das ist doch wahrlich ein Grund, ein bisschen verdrossen zu sein. Ja, aber wir dürfen das auch nicht immer alles so pauschalisiert verallgemeinern. Es gibt doch auch Glaubwürdigkeit ganz, wirklich ganz oben. Ah, Gauk? Na, also hören Sie mal, Gauk jetzt gerade wirklich nicht. Ich meine, ein Mann, der weiß wie sonst kein anderer, was es bedeutet, in einem Überwachungsstaat zu leben, der zur globalen Überwachung fällt ihm gar nichts ein und auch nichts zur Asylantenhetze in Hellersdorf. Nee, also hören Sie mal, dieses präsidiale Pfarrerle, das kam aber voll die Mäus gibt. Nee. Ich meine, Glaubwürdigkeit ganz oben, ganz. Franziskus? Ja, der Papst, meine Hoffnung. Ja. Ganz ehrlich, meine auch. Ja, schauen Sie mal, der besucht Lampedusa, kümmert sich um die Flüchtlinge, hört mit der schwulen Hetze auf, ja, fährt's Auto vom Hausmeister, ja, an Fort auch noch und kümmert sich um die Armen, räumt im Vatikan auf und sagt, dass Wachstum nicht alles ist. Ja, das ist doch. Also im Bundestag hätte er Auftrittsverbot. Ja. Na, ist ein toller Mann. Ja, toller Mann. Und schauen Sie, genau das deprimiert mich total. Warum denn? Naja, aber hören Sie mal, Priol, jetzt denken Sie mal mit. Wenn ausgerechnet zwei so alte oberklerikale Oberheiden wie wir den Chef der katholischen Kirche zu unserer Lichtgestalt machen, dann ist das eine Zumutung. Dann, Priol, dann ist alles zu spät. Ja, da kann ich Ihnen ausnahmsweise nicht widersprechen. Ja. Zu spät. Denken Sie mal an die Uhr. Oh. Ne? Das war Neues aus Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren überparteilichen Wahlbeobachtern in Worte von Herrn Huber, Christian Springer und Christoph Sieber. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet am 1. Oktober, kurz nach der Wahl. Dann, wie immer, live um 22.15 Uhr, fußballfrei am Dienstag, direkt nach dem Fischerwald.